Liquid Broadcast. Uff. Ich soll das bedingungslose Grundeinkommen erklären anhand einer Matrioschka. Versuchen wir es mal. Bedingungsloses Grundeinkommen bedeutet im Prinzip, dass jeder das zum Leben bekommt, was er braucht, einfach dafür, dass er ein Mensch ist. Ich zeige mal an einem heutigen Beispiel. Ich bin Fotograf. Heute verdiene ich mein Geld mit Aufträgen. Das ist mein Einkommen. Das ist so ungefähr mittelgroß. Ich komme damit über die Runden. Heute bekomme ich noch Aufträge. Ob ich sie morgen bekomme, weiß ich gar nicht. Vielleicht fällt es dann weg. Ich bin innen hohl und ich habe Angst. Wenn mein Job wegfällt, dann muss ich zum Amt gehen und dort beweisen, dass mit mir etwas nicht stimmt, dass ich aus irgendeinem Grund nicht arbeiten kann. Dann bekomme ich ein kleines Einkommen. Das hilft mir über die Runden. Das bekomme ich nur so lange, wie ich keine Arbeit habe. Wenn ich wieder einen Job finde, bekomme ich wieder mein mittleres Gehalt. Aber innerlich bin ich immer hohl. Ich bin mir nie sicher, was der morgige Tag bringt. Bedingungsloses Grundeinkommen bedeutet, dass jeder ein kleines Einkommen bekommt. Unabhängig davon, ob ich ein Kind bin oder ein Erwachsener oder ein Rentner. Ob ich einer Arbeit nachgehe, für die ich kein Geld verdiene, zum Beispiel das Erziehen von Kindern oder das Pflegen von Alten, oder ob ich ein Gehalt habe. Dann bildet das Grundeinkommen den Kern meines Einkommens. Es ist dabei egal, wie viel ich verdiene. Für verschiedene Lebensmodelle ist das bedingungslose Grundeinkommen der Kern. Das gibt mir Freiheit, das erlaubt mir, mutig zu sein und innovativ und kreativ. Und das ist für die heutige Wirtschaft sehr wichtig, denn immer mehr von der monotonen, von der schweren Arbeit wird von Maschinen übernommen. Das ist gut so. Es ist ja eigentlich das, wofür wir den technischen Fortschritt haben wollen. Wir können uns vom Gedanken der Vollbeschäftigung damit lösen und statt uns zu beschäftigen, können wir anfangen, unsere Welt frei zu gestalten, die Gesellschaft gestalten. Die Frage, die jeder hat, ist, wenn ein bedingungsloses Grundeinkommen da ist, arbeitet dann überhaupt noch jemand? Würdest du denn arbeiten? Es gibt Studien, die zeigen, dass für jeden, der sagt, er würde seine Tätigkeit für das bedingungslose Grundeinkommen aufgeben, es jemanden gibt, der sagt, er würde eine neue Tätigkeit annehmen. Das heißt, letztlich kommen wir von der Produktivität her ungefähr aufs Gleiche hinaus. Die Lücke, die es dann noch gibt, kann man auf verschiedene Weisen finanzieren. Es gibt verschiedene Vorschläge, zum Beispiel über eine Einkommenssteuer oder über eine Mehrwertsteuer. Die Piratenpartei möchte gerne eine Enquete-Kommission zusammenrufen, also eine Gruppe von Menschen, die Studien durchführen lässt und die von den verschiedenen Modellen die verschiedenen Vor- und Nachteile abwägt, damit wir alle kreativ und produktiv leben können.